Die Mobilität der Zukunft ist elektrisch. Für Forschung und Industrie eine große Herausforderung. Neue Autos müssen entwickelt werden, bezahlbar und mit komfortabler Reichweite. Viele Firmen kämpfen darum, in den neuen Technologien eine Schlüsselposition zu erringen. Doch für andere ist das bereits Routine. Seit Jahren gibt es clevere Hersteller, die erfolgreich Elektrofahrzeuge produzieren, Gabelstapler und andere mobile Maschinen. Der deutsche Maschinenbau verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen. Linde Material Handling und andere deutsche Unternehmen des Maschinenbaus werden Impulsgeber, Trendsetter für die Durchsetzung, Etablierung dieser Technologie sein. Die hohe Stückzahl ist eine Voraussetzung, um in Zukunft erschwingliche Elektroautos für jedermann herzustellen. Diese Antriebsachse eines Gabelstaplers hat sich in Tausenden von Anwendungen bewährt und wurde bereits über 400.000 Mal verbaut. Elektromotoren und Einzelkomponenten können viele entwickeln. Entscheidend ist jedoch die Systemkompetenz und die Fertigungstiefe, die wir hier bei Linde Material Handling haben. Und damit sind wir sicherlich Wegbereiter für die Elektromobilität. So ein Motor wie hier aus der Serienfertigung eines Gabelstaplers könnte zum Herzstück für das Auto der Zukunft werden. Eines davon gibt es schon heute zu kaufen. Dieser italienische Kleinwagen wird durch die Zusammenarbeit von Autohersteller und Maschinenbauer zu einem Preis angeboten wie ein vergleichbares Auto mit Benzinmotor. Wenn man das Elektrofahrzeug betrachtet, sind es, glaube ich, drei Schlachtfelder. Das sind die Hauptprodukte eines Elektrofahrzeugs, die neuartig sind. Der elektrische Antriebsstrang, der Elektromotor konkret. Dann das Auto muss leicht sein, also Leichtbautechnologien. Und die Batterie, die ca. 50% der Fahrzeugkosten ausmachen wird. In diesen Bereichen gilt es zu punkten. Über das einzelne Fahrzeug hinaus gibt es neue Ideen für das Laden von Batterien. Hier zum Beispiel werden die Transportwagen durch Induktion versorgt. Diese Induktionstechnik wird jetzt für den Straßenverkehr weiterentwickelt. Am Boden liegt eine Induktionsspule, die eine zweite Spule im Fahrzeug elektromagnetisch antreibt und so die Batterie an den Haltepunkten immer wieder auflädt. Dieses kabellose Laden ermöglicht auch für Elektroautos große Reichweiten und das trotz kleiner, leichter und kostengünstiger Batterien. Beim Stopp an der Ampel oder beim Halten auf dem Parkplatz könnten im Boden liegende Induktionsspulen mit der Batterie kommunizieren und diese immer wieder mit Strom versorgen. Das sollte es überall in Kommunen geben, vor allen Dingen auf öffentlichen Parkplätzen, an Flughäfen. Das sollte aber auch zukünftig eine große Rolle spielen für den innerstädtischen Verkehr, beispielsweise bei Taxen, die sehr lange Standzeiten haben, wo automatisch Fahrzeuge dann wieder aufgeladen werden. Oder aber auch für Themenstellungen wie kleine Fahrzeugflotten von der DHL, Post und Ähnliches. Für weite Reisen werden in verschiedenen Forschungsvorhaben neue Tankstellen entwickelt. Schneller als jeder Benzinhahn fließen kann, wird an Wechselstationen wie hier bei dem Pilotprojekt Next Energy in Oldenburg in Sekunden die gesamte Batterie ausgetauscht. Damit wären unbegrenzte Reichweiten mit Elektroautos kein Problem mehr. Sich auf eine Standardbatterie für alle Fahrzeuge zu einigen, dürfte natürlich sehr schwierig werden. Deshalb denken wir im VDMA in einer Arbeitsgruppe an ein modulares Batteriesystem, das derart aufgebaut ist, dass die Batterie aus verschiedenen gleichartigen Modulen zusammengesetzt wird. Bei Windkraftanlagen und auch bei Solarzellen entsteht oft überschüssige Energie, die gespeichert werden muss. Dafür stünde dann ein ganzer Stapel Batterien bereit, der nach und nach aufgeladen wird. Dieser Stapel besteht aus lauter gleich großen Modulen, dem Herzstück des neuen Systems. Diese Einheitsgröße erlaubt die Fertigung in hoher Stückzahl und damit zu einem deutlich geringeren Preis. Je nach Anforderung werden die Module dann zusammengesteckt und liefern die benötigte Energie. Haben bisher alle Fahrzeuge andere Batteriegrößen? Könnten die neuen Module so kombiniert werden, dass nahezu jede Leistungsanforderung bedient werden kann?
vom Roller bis zum Überseedampfer. Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau gilt weltweit als technologisch führend, ist innovationsstark und er hat ein extrem enges Miteinander mit der Automotive-Industrie, die auch weltweit innovativ führend ist. Und beide zusammen können diese Aufgabe der Elektromobilität erfolgreich angehen. Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Bei der Entwicklung dieser Technik sind es vor allem Gabelstapler und weitere Elektrofahrzeuge, die als erstes neue Wege gehen. Doch weitere Anwendungen könnten schnell folgen, wie hier beim ersten Elektrokart, das eine benzinbetriebene Konkurrenz alt aussehen lässt.